freue mich sehr heute auf unseren Gast. Wir haben Ben Fisch bei uns. Du bist Sozialpädagoge, hast dich aber vor allem auf das Thema Medienerziehung spezialisiert und darüber werden wir heute sprechen. Und die erste Frage, die mir dazu einfällt, ist die, die wir unter Eltern natürlich immer wieder diskutieren. Wie viel Medienzeit ist denn okay? Wie viel guckt mein Kind, dein Kind? Also diese Zeitangaben, die gab es ja früher auch relativ konkret. Also da habe ich auch schon Prospekte in der Hand gehabt, in welchem Alter Kinder wie viel gucken sollen. Ist das immer noch so ein Thema in der Medienerziehung für Experten? Also seht ihr das immer noch durch diese Brille der Zeit? Genau, ja, vielen Dank, Fabian, und zuerst mal auch vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf quasi und mit dir dieses Gespräch führen darf. Ja, ich denke, zunächst mal ist es wichtig zu sagen, ja, genau, früher war das ziemlich strikt eigentlich geregelt und ich denke, dass das auch damit zu tun hat, dass früher die Angebote auch ganz anders waren. Ich denke, heute ist es wirklich so, dass wir auch durchaus, ich sage jetzt mal, sinnvolle Angebote haben, sinnvolle Sachen, Aktivitäten, die Kinder, Jugendliche auch mit diesen digitalen Medien machen können, gerade auch im Bereich Medienkompetenzerweiterung oder auch dieses kreativ-gestalterische Arbeiten, wo man wirklich auch etwas herstellen kann. Und diese Programme, die wurden mit der Zeit auch immer einfacher und sind heute tatsächlich auch teilweise für Kinder und Jugendliche durchaus auch nutzbar. Und ich denke, somit kann man auch gar nicht mehr so genau definieren, weil es nicht mehr dieser reine passive Konsum ist, sage ich jetzt mal, sondern wirklich auch dieses aktiv Gestalterische da noch dazugekommen ist. Und deswegen ist es schwierig zu sagen, ja, es kommt eben darauf an, womit sich das Kind genau beschäftigt, welche Inhalte es nutzt und wie es auch selbst quasi auch interaktiv umgeht mit diesen digitalen Medien. Wobei ich da schon sagen muss, es ist auch ein bisschen auf das Alter bezogen. Ich denke, gerade bei jüngeren Kindern kann man da schon auch noch auf solche Zeiten auch noch gehen. Und ich denke, ja, bis zum Schulalter sagt man ja auch, ja, also länger als eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde am Tag macht eigentlich nicht wirklich Sinn und ist da auch nicht empfohlen. Und nachher wird es dann aber schon auch etwas komplexer, weil eben da gibt es auch Programmierspiele, es gibt wirklich auch coole, kreative Sachen, die Kinder da auch nutzen können. Und da, denke ich, kommt es wirklich darauf an, ja, wie nutzt das Kind diese digitalen Medien und wie ist es auch in dieser Interaktion mit diesen digitalen Medien. Und da entsprechend kann man da dem Kind natürlich auch mehr Zeit mit diesen digitalen Medien auch geben, denke ich, wenn es eben dann entsprechend diesen kreativen Prozess auch mit diesen digitalen Medien auch ausübt quasi. Mhm. Obwohl, also diese Unterscheidung zu machen als Elternteil, ist das jetzt ein passives Berieseln lassen oder ist mein Kind wirklich dran und programmiert ein eigenes Spiel oder ja? Ich denke, das zum einen und zum anderen muss man schon auch sagen, natürlich gibt es da schon auch eine gewisse Obergrenze, respektive wo man dann sagt, ja, die Freizeit sollte ja schon ausgewogen sein, die digitale Freizeit, die restliche Freizeit, analoge Freizeit, wie man das nennen möchte. Ich denke schon, dass da ein gewisser Ausgleich auch stattfinden sollte. Und wir werden dann später, glaube ich, nochmals darauf zurückkommen, welche Kompetenzen es dazu braucht, die dann auch entwickelt werden müssen, damit das Kind eben diese Ausgewogenheit auch wirklich leben kann quasi. Genau. Aber bleiben wir gerade doch noch kurz dabei. Also dieses Kreativsein mit Medien, das ist ja etwas auch sehr Spannendes und Schönes für Kinder. Ich habe gerade ein bisschen das Problem jetzt mit meinen Kindern, dass sie natürlich diese YouTuber entdeckt haben, dass sie das sehr faszinierend finden und dass sie natürlich den Gedanken haben, komm, wir machen auch einen Kanal, wir machen auch Videos, wo wir was basteln, wo wir irgendetwas zeichnen und dazu erzählen und das hochladen. Wie siehst du das? Ja, ich denke, dass das natürlich so aktuell sehr im Trend liegt, diese Influencer-Geschichte und dass da natürlich diese, ja, ein großes Vorbild ist für viele Kinder, die da natürlich auch diesen Lifestyle quasi auch leben möchten. Und ich denke, das hat ja wie zwei Seiten. Zum einen ist es ja schön, weil wir haben auch gesehen, dieses gestalterisch-kreative, das ist ja eigentlich ein wichtiger Teil auch nachher dann in Bezug eben auch auf die Medienkompetenz.
Auf der anderen Seite, ja, birgt das natürlich auch viele Risiken und Gefahren. Und ich denke, gerade wenn sich auch Kinder, Jugendliche exponieren im Internet, im öffentlichen Bereich, dann zieht das natürlich auch ja, Pädophile an oder Menschen, die da eben auch ja, Kinder ausnutzen wollen auf irgendeine Art und Weise. Und ich denke, das ist natürlich dann auch eine große Gefahr und ein Thema, was man aber auch mit dem Kind auch gut anschauen kann, weil ich denke, dass diese Risiken, die sind ja grundsätzlich auch den Kindern bis zu einem gewissen Maße auch bewusst. Also ich denke, dass Kinder schon sehr früh heute auch Erfahrungen machen mit, ich sage jetzt mal auch mit fremden Menschen im Internet, also dass sie da auch irgendwie in Kontakt kommen und dass da natürlich, ja, werden sie auch bis zu einem gewissen Maße auch sensibilisiert oder bekommen einen gewissen Rahmen, wie sie sich darin bewegen können. Und ich denke, gerade wenn Social Media da dazu kommt, dann sprengt das diesen Rahmen extrem. Und da muss man, ja, ich würde das wie aber trotzdem dem positiv begegnen und dem Kind, mit dem Kind auch anschauen, okay, wie könnten wir denn das umsetzen? Ich würde da sicherlich meine Bedenken da auch sagen mit dem Kind, je nach, ja, altersgerecht, sage ich jetzt mal, auch sicher diese Gefahren auch mal besprechen mit dem Kind. Aber ich würde das natürlich dann auch positiv sehen, dem Kind auch sagen, hey, ich finde das cool, dass du das möchtest. Ich denke, dass da kann man echt coole, kreative Sachen auch machen und sich auch ausleben, sich auch exponieren bis zu einem gewissen Maße. Aber wie könnten wir das machen, ohne dass wir da diese Risiken vielleicht eingehen? Und da gibt es schon auch Möglichkeiten. Da habe ich auch ganz kreative Umsetzungsformen schon gesehen. Zum Beispiel, wenn ein Kind sein Gesicht nicht zeigen möchte, es gibt einen sehr jungen YouTuber, der hat einfach eine Kartonkiste über den Kopf getan, da irgendwie was drauf gemalt und hatte dann quasi ja sich anonymisiert auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber seinem Kanal auch so ein gewisses etwas mitgegeben, was andere nicht haben. Und ich denke, das ist ja auch. Ah, auch sonst bei Musikern oder so, DJs und so, sieht man das ja auch, dass die eine Maske anhaben und man gar nicht weiß, wie diese in Realität aussehen und so. Und ich denke, so könnte man schon auch schauen, hey, gibt es da eine Art und Weise, das kommt natürlich auch darauf an, welche Inhalte wollen diese Kinder dann auch präsentieren. Ich denke, auf YouTube ist das auch nochmals anders als auf bildbezogenen Social-Media-Kanälen, also TikTok oder Instagram. Und da kann man natürlich schon auch mit dem Kind dann schauen, hey, was gibt es da für Formen, wie wir das auch umsetzen können. Gerade auch auf YouTube kann man ja auch verschiedene Einblendungen zeigen, anstatt das eigene Gesicht, dass man da mit irgendwelchen sonstigen Bildern halt arbeitet und einfach den Ton drüber spricht. Und ich denke, da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten, wie man das vielleicht dann auch umsetzen könnte. Und da würde ich schon mit dem Kind mal positiv da mal versuchen, das auch zu arbeiten und dem Kind auf der einen Seite sicher diese Risiken näher bringen, auf der anderen Seite auch aufzeigen, hey, wie können wir damit umgehen, wie können wir das umsetzen, sodass wir diese Risiken doch relativ gering halten und da auch einen Kompromiss dann quasi auch finden, der auch für uns Eltern dann quasi auch okay ist. Gut, ja. Ja, das wäre ja auch schon ein Punkt oder zu dieser Frage, worin besteht die Medienkompetenz, oder? Und ein Punkt wäre sicher das, was du schon angesprochen hast, dass man sich so der Gefahren des Internets auch bewusst ist, dass man weiß, es gibt Cybergrooming, dass man weiß, etwas kann sich verbreiten in einer Weise, die man nicht erwartet hat, oder dass es nicht mehr wirklich rauszufischen ist, oder wenn man sich entscheidet, ich möchte dieses Video jetzt doch nicht online haben, dass das sein kann, dass sich das schon irgendwie verselbstständigt hat. Was Ich denke, ganz kurz gehört? vielleicht noch, Ja. was da hinzukommt, ist natürlich auch, wie reagiert vielleicht auch der Kollegenkreis darauf? Also gerade auch in Bezug auf Cybermobbing. Ich denke, dass da ja, man exponiert sich natürlich der ganzen Welt und das bekommen alle mit und da muss man mit Reaktionen rechnen und man muss damit rechnen, dass diese Reaktionen nicht immer positiv sein werden. Und da lohnt es sich natürlich auch, das habe ich vorhin vergessen, mit dem Kind auch anzuschauen, hey, in welchem ja, Rahmen möchte ich das überhaupt öffentlich machen? Und da geht es natürlich dann auch um die Privatsphäreneinstellungen und das ist ein ganz wichtiger Teil
ob man jetzt als Creator oder nur als Konsument auf Social Media ist oder wenn Kinder, Jugendliche auf Social Media sind, muss man unbedingt diese Privatsphären-Einstellungen auch mit dem Kind anschauen. Ich denke, da ist natürlich dann entscheidend, ja, möchte ich, dass nur Freunde das sehen können, die Freunde von Freunden, das ist dann schon ein viel, viel größerer Rahmen oder ganz öffentlich machen. Und ganz öffentlich würde ich sicher, wenn das Kind auch da sich selbst exponiert, das wirklich nicht empfehlen. Dann irgendwann mit 15, 16 Jahren kann man dann, wenn das Kind dann so in diesem Jugendalter ist, kann man das ja dann nochmals ein bisschen dann öffnen und ein bisschen schauen, hey, wie können wir das doch noch auch dem Kind ermöglichen. Aber wirklich junge Kinder oder Jugendliche würde ich da nicht im ganz öffentlichen Rahmen sich da exponieren lassen. Eben, wir haben vorhin geschaut, wie kann man das trotzdem auch hinbekommen, aber genau, dass man da eben diese Privatsphären-Einstellungen, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, wie viel Reichweite erreicht man. Natürlich ist das dann für das Kind auch eine Enttäuschung, wenn es heißt, ja, nur an Freunde, da ist natürlich die Influencer-Karriere, ist dann quasi, geht dann den Bach runter oder ist dann quasi noch nicht möglich. Aber genau, da muss man einen gewissen Kompromiss dann quasi auch finden. Genau. Ja. Was gehört für dich sonst noch zu Medienkompetenz? Nur Medienkompetenz, genau, ja. Ich denke, Medienkompetenz, das ist ja ein Begriff, der auch ja fast schon umstritten ist oder ja viel diskutiert wird. Es herrschen auch einige Definitionen und die gängigste Definition stammt noch aus einer Zeit, da gab es eigentlich nur den Fernseher von Dieter Bake, der da vier Dimensionen eigentlich konzipiert hat. Das hat sich aber bewährt eigentlich und bis heute ist das eigentlich die gängigste Definition, die da eben, und die eine Dimension haben wir ja schon angeschaut, das ist eben dieses gestalterisch-kreative Umgang. Es gibt da aber noch andere Sachen, natürlich die Nutzungskompetenz, dass man einfach auch gewisse Sachen nutzen kann, was auch gewisse EDV-Kenntnisse beinhaltet, dass ich also diese digitalen Geräte für meine Bedürfnisse auch wirklich nutzen kann und diese Programme entsprechend auch bedienen kann. Aber da kommen natürlich auch noch andere Sachen hinzu, wie zum Beispiel auch dieses kritisch reflektierte Betrachten von den Medieninhalten, dass ich zum Beispiel über Fake News auch Bescheid weiß, dass ich eben auch in Bezug auf Cyber Grooming da auch kritisch bin, mit wem, dass ich hier kommuniziere, gerade wenn ich mit fremden Personen kommuniziere, auf Games-Plattformen oder auch auf Social Media, wie wir das vorhin auch angeschaut haben, dass ich da eben auch immer kritisch bin, immer hinterfrage. Und dann, ja, sind das eben da diese Dimensionen. Und ich habe da nun in den letzten Jahren, denke ich, sind da wie auch noch weitere Teile dazugekommen. Und ich persönlich definiere das so ein bisschen als eine weitere Dimension. Und das ist dann quasi die digitale Regulierungskompetenz. Weil es ist ja so, dass diese digitalen Medien natürlich auch die Kinder beeinflussen, und zwar auch das Belohnungszentrum auch antriggern. Da werden Belohnungen ausgeschüttet, man fühlt sich natürlich dann entsprechend gut in diesem Moment. Und wenn das dann aufhört, diese Berieselung quasi, ja, dann fällt man so ein bisschen in einen Down hinein und ist auch ein bisschen demotiviert und viele Sachen, die das Kind vielleicht auch sonst gerne macht, ja, sind dann plötzlich gar nicht mehr so interessant. Und ich denke, dieser Effekt, der ist eigentlich ziemlich gefährlich, wenn man so möchte. Das geht ja dann auch in die Richtung von Mediensucht hinein. Und ich denke, da ist es wichtig, dass man diese Kompetenz auch entwickelt, die Kinder und Jugendlichen da diese Kompetenz entwickeln, eben auch diese Belohnungsflut quasi auch aufzuschieben, diese sogenannte Aufschiebekompetenz. Und man kennt das auch von Experimenten, die man mit Kindern macht, wo man ihnen so Süßigkeiten vorne hinlegt und sagt, hey, du kannst die Süßigkeit jetzt gleich essen oder ich gehe mal ganz kurz raus, hole was und dann bekommst du zwei Süßigkeiten, wenn du das noch nicht gegessen hast. Und das ja gibt dann ganz lustige Bilder natürlich, die man auch auf Social Media sehen kann. Aber natürlich hat das auch ganz viel damit zu tun, ja, können die Kinder denn schon langfristig quasi auch denken und quasi etwas, was sie in der Zukunft erreichen möchten, dafür auch jetzt gleich investieren. Und das hat eben auch diese Aufschiebekompetenz dann ganz viel auch mit den digitalen Medien zu tun. Ja, also kann ich dieses Triggern des Belohnungszentrums, kann ich das quasi auch regulieren, kann ich das
diese Berieselung quasi auch auf später verschieben. Und ich denke, das ist ganz schwierig für Kinder und Jugendliche, weil sie diese Kompetenzen auch noch gar nicht erlernt haben, respektive diese überhaupt auch erreichen können in diesem Alter, weil diese Kompetenzen, dieses Belohnungszentrum auch richtig zu regulieren, die entwickelt sich eigentlich erst mit der Zeit. Das heißt, dass durch diese digitalen Medien die Kinder eigentlich etwas leisten müssen, was sie früher noch gar nicht in diesem Maße leisten mussten und da viel früher schon eben diese Kompetenz erlernen müssen. Und deswegen finde ich diese, ich nenne sie die digitale Regulierungskompetenz, das finde ich etwas ganz Wichtiges, was Kinder eben auch lernen sollten. Und teilweise ist es auch so, dass manche Kinder haben da einfach keine Probleme damit. Die interessieren sich viel mehr, nach draußen zu gehen. Und ich denke, gerade jüngere Kinder, da muss man auch noch gar nicht so sehr begrenzen. Ich denke, viele Eltern merken das ja gut. Die schalten dann automatisch den Fernseher irgendwann aus und beschäftigen sich mit etwas anderem oder so. Nicht alle Kinder sind so, aber ich denke schon auch, gerade bei jüngeren Kindern sieht man das noch oft so. Und erst mit der Zeit ist es so, dass dann diese digitalen Medien die Anziehung entwickeln, gerade wenn die Kinder lesen, schreiben können, sich mit Games auch beschäftigen können oder sonst in die Interaktion auch gehen können, eben mit den digitalen Medien, dann wird das Ganze natürlich auch viel spannender und entsprechend dann diese Regulierung dann auch etwas schwieriger für diese Kinder. Ja. Also das finde ich immer so, dass das, was man ja wirklich sagt, das wäre ganz, ganz wichtig, dass die Kinder das lernen. Ich merke zum Beispiel bei mir selber, dass ich das nicht gut kann. Wenn man immer sagt, die Kinder, Jugendlichen haben Mühe damit, ich denke, es gibt ganz viele Erwachsene, die von sich sagen müssen, ich hänge mehr am Smartphone, als ich eigentlich gut finde. Und wenn ich die Zeiten sehe bei einer App, oder dann erschreckt mich das und ich habe auch Probleme, mich zu lösen. Wie trainiert man das bei sich selbst, bei den Kindern? Genau. Und ich denke, da kann man als allererstes auch mal festhalten, hey, wir sitzen hier alle quasi im selben Boot. Da sind ja nicht die Kinder exponiert quasi in dieser Situation. Auch wir kennen das, auch wenn wir da schon viel mehr Übung haben und diese Kompetenzen vielleicht auch irgendwann mal grundsätzlich entwickelt haben. Auch wir haben große Mühe damit, diese digitalen Medien auch selbst so zu regulieren. Und natürlich machen auch die digitalen Medien die Angebote dort drauf, alles dafür, dass man möglichst lange auch dran bleibt und möglichst viel sich natürlich damit dann auch beschäftigt. Ja, wie trainiert man das? Ich denke, dass da gibt es natürlich auch muss man das auch ein wenig individuell betrachten, weil wie gesagt, es gibt Kinder, bei denen muss man da gar nicht groß strukturieren, und es gibt Kinder, die werden da massiv angezogen. Da muss man dann schon auch ein bisschen schauen, hey, wie handeln wir das bei uns zu Hause? Und ich denke, dass da sicherlich auch der Medienkonsum der Eltern auch entscheidend ist und nicht nur wie viel die Eltern Medien konsumieren, sondern eben auch auf welche Art und Weise. Ich denke, gerade auch was diesen interaktiven, sinnvollen Medienkonsum angeht, ich denke, dass das die Kinder kaum von sich aus, von Natur aus oder von Kollegenkreis aus mitbekommen. Ich denke, das sind ganz viele Sachen, da müssen die Kinder auch ein wenig angeregt werden dazu. Und das kommt leider noch etwas zu wenig von der Schule, und deswegen müssen da die Eltern auch sich eben auch aktiv beschäftigen und auch ein bisschen wissen, was die Kinder da machen mit diesen digitalen Medien. Interesse zeigen, was die Kinder machen, was sie interessiert, aber auch selbst mit den Kindern reingehen in diese digitale Welt und ein bisschen versuchen, da Sachen für die Kinder zu finden, mit denen sie eben auch interaktiv, kreativ, gestalterisch da eben umgehen können. Das ist so quasi ein Teil, wo wir dann schauen, hey, wir möchten die Medienzeit, die das Kind nutzt, auch ein wenig ausgewogener gestalten. Ja, aber nachher geht's natürlich. Kannst du dazu gerade kurz ein paar konkrete Dinge aufzählen? Weil sonst, ich finde, da ist man als Eltern immer ein bisschen hilflos, oder gerade bei diesen. Also Suche, was es da gibt, sinnvolle Inhalte, ja, genau. Also da gibt es, also übrigens auf meinem YouTube-Kanal habe ich auch mal eine Zeit lang ganz viele Digital-Tipps gegeben, verlinken ganz konkret. Ja. Gerne, genau. Aber da gibt es wirklich verschiedene Sachen, von auch Outdoor-Games zum Beispiel, Outdoor-Apps, mit denen man eben mit dem Handy nach draußen gehen kann, die Natur entdecken kann oder auch mal eine Schnitzeljagd digital machen kann. Das Scotland Yard Spiel, das man als Brettspiel vielleicht kennt, wo man einen Mr. X jagen muss, auch das kann man
als App quasi haben. Agent X heißt das, glaube ich. Auch im Bereich von Programmierspielen, da denke ich, fängt es heute auch schon sehr früh an. Zum Beispiel Scratch ist da so eine App, die Kinder auch schon vor dem Schulalter auch schon ein bisschen diese Programmierstrukturen ein wenig damit spielen können, also da noch nicht lesen und schreiben können müssen. Aber auch später gibt es da Plattformen im Internet wie Codable oder Code.org, wo die Kinder da wirklich sehr, sehr ja, kindgerecht wirklich dieses Programmieren auch lernen können und das auch mit diesem Drag-and-Drop-System, also da nicht irgendwie alles eintippen müssen, sondern wirklich diese Strukturen da gleich übernehmen können quasi und dann so sich ein wenig üben können in Sachen Programmieren. Und da gibt es auch ganz coole kindgerechte Themen, die Eiskönigin auch für Mädchen und bis hin zu Ice Age oder Star Wars und so, wo dann eben Themen, die die Kinder auch wirklich interessieren, da eben damit dieses Programmieren auch ein wenig näher gebracht wird. Es gibt aber auch in Sachen Unterhaltung, denke ich, viele, auch gerade heutzutage gibt es viele Geschichten auch, wo dann die Kinder in die Interaktion gehen, was dann natürlich auch als Alternative mal auch zum Vorlesen vielleicht auch genutzt werden kann, wo man da in eine Erlebnisgeschichte auch wirklich eintauchen kann. Auch da gibt es viele solche Sachen. Und ja, also ich könnte da noch ewig weitermachen, aber ich denke, es gibt da wirklich viele so Bereiche, eben Outdoor, Programmieren, Unterhaltung, wo man da doch auch ganz neue Sachen auch entdecken kann und das entwickelt sich auch immer mal wieder, auch neue Sachen. Ich bin auch mit einem Unternehmen aus Deutschland teilweise am Arbeiten und Projekte am Umsetzen im Bereich Gamification. Das sind Games, die einen Lerncharakter haben, also die Kinder in irgendwelchen Kompetenzen dann auch fördern. Und auch da gibt es wirklich ganz coole Sachen. Tonis Escape ist so etwas, das kann man auch einfach auf dem PC quasi gratis, kostenlos und ohne Eintragung oder so auch gamen. Und da, das ist so ein Escape-Game, also wo man aus einem Raum quasi den Weg herausfinden muss, quasi. Es sind ja ziemlich im Trend diese Escape-Spiele. Und da kann man eben so ein Escape-Game machen, wo man in seinem Smart Home quasi feststeckt, weil da jemand das Smart Home gehackt hat. Und da werden die Kinder spielerisch auch auf solche Sicherheitsthemen auch aufmerksam gemacht im digitalen Bereich. Und wie kann man das, diese Sachen sicher gestalten, Passwörter, Zugänge und so weiter. Und das finde ich auch ganz cool, dass da diese Kinder, Jugendlichen eben auch die Möglichkeit bekommen, spielerisch eben auch durchaus seriöse Themen da auch anzuschauen und diese den Kindern quasi dann spielerisch digital auch vermittelt werden können. Super. Also noch ein, zwei Tipps zu diesen Geschichten, wo man die findet. Genau das weiß ich jetzt gar nicht auswendig, aber ich kann es dir sonst sagen, dann können wir Und das dann dann auch verlinken wir es unten unten. Ja, verlinken, das weil wäre da sicher gibt gut. es Ja. sicher einige Plattformen auch, wo man da auch auf Deutsch natürlich viele Geschichten auch anschauen kann. Ja, genau. Super. Genau, also das wäre ein Aspekt, oder? Wie kann man das ein bisschen umgestalten, die Kinder von diesem passiven Konsumieren ein bisschen Richtung aktive Mediennutzung dann auch bringen oder sie dafür begeistern? Genau. Und die ursprüngliche Frage war ja, wie können wir einen überheblichen, einen zu vielen Medienkonsum auch ein bisschen regulieren, glaube ich. Ja, Mhm, war das ja. genau. Genau. Und ich denke, der zweite Teil ist dann, dass man da eben auch schaut, hey, wie weit geht das denn wirklich? Wann ist es zu viel? Ich denke, dann ist es zu viel, wenn das Kind eben auch, ja, ich habe es vorhin kurz erwähnt, wenn gewisse Sachen, die das Kind früher interessiert haben, es heute nicht mehr interessiert, man merkt, hey, soziale Kontakte finden gar nicht mehr statt oder nur für das Gamen oder für diese digitalen Aktivitäten. Und vor allem, ich denke, das ist auch ein wichtiger Aspekt, wenn das Kind dann seine eigenen Emotionen auch beginnt, mit diesen digitalen Medien zu regulieren. Ja, also nach der Schule muss ich unbedingt mal eine Runde zocken, einfach mal um runterzukommen. Und ich denke, da
geht es ja dann auch schon in die Richtung von der Sucht auch. Und das kennen wir auch ein bisschen mit Süchten, wie zum Beispiel auch mit dem Rauchen zum Beispiel auch vergleichen. Die erste Zigarette ist sehr entspannend und dann denkt man, ja, könnte ich ja da und dort und da nochmals eine Zigarette, bis man irgendwann keinen entspannten Zustand mehr erreichen kann, ohne dass man am Morgen schon die erste Zigarette raucht. Und mit dem Gamen ist es nicht genau gleich, weil es ist keine substanzielle Sucht, aber es ist doch eine Verhaltenssucht, wo man sich daran gewöhnt, seine Emotionen eben damit zu regulieren und irgendwann dann nicht mehr in der Lage ist, anders oder alternativ seine Emotionen zu regulieren, ohne diese digitalen Medien und dann eben diesen nervösen Dauerzustand hat, solange man nicht mit diesen digitalen Medien sich beschäftigen kann. Und ich denke, das ist dann ein Fall, wo dann eben dieses, nur auf andere Medieninhalte verweisen, dann nichts mehr nützt. Da muss man dann schon auch mit einer gewissen Struktur auch dahinter. Und ich denke, da geht es oftmals auch darum, dass ich empfehle ich auch vielen Eltern dann so, es geht wirklich darum, den Tagesablauf so zu strukturieren, dass die Medienzeit einen gewissen Platz einnimmt, aber da eben auch einen begrenzten Rahmen quasi hat. Und ich empfehle vielen Eltern, gerade auch von etwas älteren Kindern oder Jugendlichen, da vielleicht auch eine To-Do-List zu machen, hey, mit dem Kind zu schauen, hey, was sind Sachen, die vor dem Medienkonsum einfach erledigt werden sollten, weil es auch nachher hat man keinen Bock mehr darauf, ja, Hausaufgaben, gewisse Sachen im Haushalt, die man vielleicht noch machen muss, einfach so Erledigungen und vielleicht auch da das Kind auch ein wenig animieren, hey, mach doch mal eine halbe Stunde mal etwas ohne digitale Medien oder im Sommer geh doch mal eine halbe Stunde noch raus, dass man da verschiedene Punkte hat, die das Kind dann eben auch selbstständig auch sich da diese quasi durcharbeiten kann. Und dann eben auch, weil oftmals sind diese Kinder dann auch eben ja antriebslos oder wissen auch nicht, was mit ihrer Freizeit zu tun, sind die ganze Zeit in dieser Langeweile drin, kommen dann zu den Eltern und die Eltern sind gerade jetzt auch nicht die Jukebox an Spielideen, sage ich jetzt mal. Und da empfehle ich auch manchmal gerade so eine Ideenbox vielleicht auch zu machen, mit dem Kind sich mal hinzusetzen, hey, was sind denn Sachen, die du vielleicht auch früher cool gefunden hattest, heute jetzt nicht mehr so sind, vielleicht ein altes Spiel mal wieder hervornehmen, ein altes Puzzle oder so, und mal wieder sich mit solchen Sachen beschäftigen und dann eben das Kind so zu strukturieren und zu sagen, hey, das sind Sachen, die wir möchten, die du vor der Medienzeit quasi auch erledigst. Dann würde ich aber auch schauen, dass man miteinander weil es gibt immer auch viele Konflikte, wenn man sagt, hey, du hast genau 45 Minuten Medienzeit und danach wird sofort ausgeschaltet. Da muss man natürlich auch ein bisschen schauen, hey, wie beschäftigt sich das Kind mit diesen digitalen Medien, respektive was für Aktivität macht es darauf, im Sinn von, ja, wenn ich natürlich mitten in der Game-Runde oder in der Serie unterbrechen muss, ja, dann ist es natürlich schwierig, auch für uns, mitten in der Netflix-Serie einfach so, zack, wenn es am spannendsten wird, dann ausschalten, ja, da wird es natürlich dann noch schwieriger gemacht für das Kind. Und da muss man natürlich schauen, hey, diese Medienzeiten nicht so fix auf die Minute genau, sondern eher schauen, hey, machst du 2 Game-Runden heute, schaust du 1 oder 2 Serien, dass man das so ein bisschen definiert und dass man dann eben auch schaut, wie können wir diese Übergänge nach dieser Medienzeit auch gut gestalten? Ja, also was können wir Eltern dir helfen da nach die, weil ich denke, das ist wirklich ein schwieriger Punkt. Und da mit dem Kind auch schauen, hey, was könntest du vielleicht nach der Medienzeit machen? Etwas, was dich motiviert, was du cool findest, vielleicht irgendein Sport, ein Hobby oder so etwas, was man wirklich auch so quasi als als Motivation dann quasi dann auch nutzen kann, dass man nach der Medienzeit doch noch etwas hat, wo man sich darauf freuen kann. Und ich denke, so kann man dann schon langsam auch schauen, hey, wie funktioniert das? Lässt sich das Kind da auch strukturieren? Weil das ist schon ein Prozess. Man muss natürlich schon auch verstehen, wenn da diese Abhängigkeit oder diese, in Form von dieser Emotions-
Regulierung eigentlich auch stattfindet, dass ich meine Emotionen nur noch reguliert bekomme durch diese digitalen Medien, dann muss ich natürlich da auch Alternativen finden. Wie kann ich diese Emotionsregulierung machen ohne diese digitalen Medien? Ja, und da braucht es natürlich schon auch die Unterstützung der Eltern, gerade auch am Anfang. Hey, wie kannst du dir auch etwas Gutes tun, was jetzt nicht mit den digitalen Medien verbunden ist? Weil da brauchen wir natürlich auch Alternativen. Es ist natürlich dann immer auch als erwachsene Menschen dann nicht gut, wenn wir uns immer nur mit den gleichen Konsummitteln uns immer quasi regulieren, sondern da müssen wir schon auch anders auch in einen Ausgleich wieder kommen können in unserem emotionalen Haushalt, sage ich jetzt mal. Genau. Dann sollte ich mir da als Elternteil vielleicht Hilfe holen. Ja, ich denke genau, wenn man eben dann merkt, dass das überhaupt nicht funktioniert, wenn solche eben Strukturierungsversuche da sehr schnell auch schon versanden, obwohl ich schon sagen muss, man muss da dem Kind auch ein wenig Zeit geben, weil so eine Umgewöhnung ist hart und das Kind wird in den ersten Tagen und das dauert vielleicht auch 1-2 Wochen, da auch ziemlich Druck machen und versuchen, die Eltern da zu überzeugen, hey, lasst es doch einfach sein, lasst mich doch einfach machen quasi. Und da wird es schon auch viel Gegenbewegung geben, sage ich jetzt mal. Wenn man aber nach 2-3 Wochen dann immer noch dran ist und da noch überhaupt keine Fortschritte erkennen kann, ich denke, dann macht es Sinn, mal zu schauen, hey, braucht das Kind vielleicht doch auch Unterstützung, gerade auch in diesem emotionalen Teil, weil ich denke, das ist auch etwas, was gerade im Jugendalter auch ein Thema ist, weil in der Pubertät, in diesem Adoleszenzprozess, da ist natürlich auch ja diese ganze emotionale Welt natürlich auch ein großes Durcheinander. Ich denke, da ist diese Emotionsregulierung sowieso etwas, was man erlernen muss und was teilweise auch Schwierigkeiten macht, unabhängig von diesen digitalen Medien. Wenn dann aber diese digitalen Medien noch dazukommen, dann muss man dann schon auch schauen, wenn es da auf dieser emotionalen Ebene, denke ich, die Hauptproblematik liegt, dann ist es natürlich sehr naheliegend, dass man da sich auch Hilfe holt, vielleicht auch psychologische Hilfe dem Kind da auch anbietet. Und ich denke, da gibt es heute auch sehr, sehr spezifische, sehr gezielte Angebote, die da auch wirklich ganz gut ansetzen, gerade Kinder und Jugendliche auch sehr gezielt in Bezug auf diese Mediensucht auch diese Unterstützung unterstützen, da eben auch andere Formen zu finden. Und das ist teilweise auch gar nicht so eine komplexe Sache. Also ich denke, diese Verhaltenssucht, die kann man eigentlich auch durch einige Sitzungen dann ziemlich schnell auch mal so ein bisschen besser in den Griff bekommen. Und ich denke da genau nicht, dass man das Gefühl hat, hey, wenn wir da eine Therapie brauchen oder irgendwie Unterstützung brauchen, dann ist das eine große Sache. Das ist tatsächlich etwas, was man, je früher, dass man das erkennt und da auch reagiert, desto schneller kann man das dann auch überwinden. Und das ist teilweise wirklich auch eine Sache, die innerhalb von wenigen Wochen, vielleicht auch einigen Monaten dann auch schon ganz anders aussehen kann, wenn man sich da eben auch Unterstützung holt. Und ich denke eben gerade, wenn es weniger diese Strukturierungsfrage ist, sondern mehr so diese Emotionsregulierungsfrage, dann ist es sicher angebracht, sich da Unterstützung zu holen. In der Strukturierungsfrage, denke ich, ist es natürlich auch etwas, was man sich Hilfe holen kann. Da habe ich ja auch einige Angebote von mir aus, wo ich da Eltern unterstütze, da eben auch eine Strukturierung zu finden, eine Umsetzung von Medienerziehung individuell bei ihnen zu Hause zu finden. Und ich denke, da kann man sich dann eben, braucht es vielleicht auch nicht ganz das Therapeutische, sondern kann man sich eben so auch sozialpädagogisch oder so auch Hilfe holen. Genau. Vielen Dank. Also wir verlinken deine Angebote oder wo du auch Kurse anbietest, zum Teil sehr spezifisch. Ich habe letztens einen gesehen, der spezifisch war für Eltern von Kindern mit ADHS, weil die zum Teil noch besonders fasziniert sind von dieser Welt und von diesem kurzen Belohnungsschub, den man da immer wieder kriegt von Games etc. Genau. Das werden wir unten in der Box verlinken. Genau, ich denke, ja, gerade also Kinder mit ADHS sind da wie
haben es doppelt schwierig, quasi sich nochmals da abzukoppeln von den digitalen Medien. Das ist ein Thema, dem ich immer wieder immer wieder begegnet bin und mich deswegen jetzt auch ein wenig auf diese spezifischen Eltern respektive Kinder da auch ein wenig konzentriert habe. Genau, ja. Wunderbar. Vielen lieben Dank für die Einblicke in deine Arbeit. Ich hoffe, wir wissen jetzt alle ein bisschen besser noch, was mit Medienkompetenz gemeint ist, wo man da ansetzen kann. Und wer sich weiter informieren möchte, kann das auf deinem YouTube-Kanal mit ganz vielen spezifischen Videos machen. Genau, Vielen ja, Dank, vielen dass du da Dank. warst. Danke für die Einladung, Fabian, und für die nette Führung hier durch das Gespräch. Ich fand es sehr angenehm. Vielen Dank.